Ja, hallo Leute, hier wieder euer Tosen mit Let's Play Skyrim die Unendliche und wir sind hier noch bei dem Quest zu Ehren der Toten und sind hier dann auch schon im Grab drin, zur Grabkammer vor und ich habe keine Ahnung, wo die ist. Der Marker ist jetzt futsch, habe keine Ahnung, so, der Marker ist hier und wir schauen da gleich mal. Hälse in die rechte Hand und... Für Kotlak! Ja, für Kotlak, genau. Wir müssen da darauf endlich. So. Da waren wir doch schon. Wir müssen da lang. Wo sind wir da herumgelaufen, blöd? Wir haben da Spinnen dezimiert. Ich kann nicht mehr, Schildschwester. Aha. Was los? Seit dem Staubmannsgrab sind mir die großen Krabbeldinger zu viel. Jeder hat seine Schwachstelle. Und das ist meine. Ich bin nicht stolz, aber ich bleibe bei Vilkas. Grüßt Isgramor von mir. Ja, wenn du das sagst, okay. Wenn für Kotlak. Ja, wir müssen drüber. Wozu die Eile? Darauf geht's endlich mal. Geht was weiter, ja? Yeah. Für Kotlak. Darin. Das hätte ich ja total übersehen wieder. Da ist ein Zaubertrank, da gibt es sicher Geister und alles Mögliche. Ja. Was denn da? Beschädigtes Buch. Hurra, das war wieder notwendig. So schaut schon wieder blöd durch die Gegend. Darauf. Ja. Für Kotlak. Ja, Ayla. Schatzi. Wir werden noch viel miteinander zu tun haben. Schätze ich mal. Wir durchsuchen da jetzt gar nichts mehr. Das gehen wir. Darauf geht's. Da ist er wieder. Für Kotlak! Für Kotlak! Für Kotlak, okay Leute. Für Kotlak. Ja, wir sind da ja die falsche Richtung gerannt ohne Ende. Das kann ja nicht sein. Ich nehme mal einen kurzen Schluck und dann. Der Lellingstein verdoppelt deine Magika und Regenerationsrate, aber auch deine Anfälligkeit für Zauber. Super. Was tue ich denn da jetzt? Leute, was ist denn da jetzt los? Ja, irgendwo hat es einen Haken mit dem Hellsehen, ja. So wie ich das sehe. Echt peinlich. Für Kotlak. Schaut euch das an. Wozu hatten wir den Schmarrn-Zauber, wenn der uns das nicht zeigt? Ich schau mal nach, da kurz. Dring in die Karte? Ja. Puh. Für Kotlak. Da ist der Ausgang, Junge. Für Kotlak. Ja, es nutzt nichts, wir müssen da wieder runter und das war's dann auch. Und jetzt nervt mich das nämlich schon extrem. Wir werden da einfach dieses Schwert in die Hand nehmen und nicht mehr auf die Hellseherei. Vertrauen, weil das ist ein Schmarrn. In den Dungeons finde ich echt witzig. Wo müssen wir dann lang? Da runter. Echt,
Da, wo geht's denn da? Links rauf, irgendwo. Da sind wir gewesen, da. Darüber müssen wir. Komm. Kannst du nicht schon außer Atem sein, du Kasperl. Da runter. Und da geht's noch weiter irgendwo. Da geht's weiter, ja. Ja, da waren wir schon. Und wir laufen jetzt so schnell, dass die uns gar nicht folgen können. Passt. Dann sind wir wenigstens allein. So, da sind wir. Was? Ja, genau auch meine Frage. Was war das jetzt? Gibt es eine Tür oder was? Ah, haben wir es jetzt wieder zugemacht, machen wir es nochmal auf. Gut, schauen wir nach, wo das Zeug ist. Ah, da unten. Ja, hallo! So, und jetzt. Schild und Schwert haben wir in der Hand. Kommen. Du, Pfeilschützin. Gefährtengeist, noch irgendwas. Es konnte nicht anders enden. Also diese blöden, coolen Endmoves, das sind meine Jungs, also Daedra-Jungs. Noch einmal. Lasst sie mir am Leben. Ich glaub's ja nicht. Zweihändig, ja, okay, cool, man, ja. Ich möchte so gerne was cineastisch auf die Beine stellen und die Jungs nehmen mir da alles weg. So, Gold, alles Gold, pipapo, Schmarrn. Ja, und du Eiler. Ja. Ich überlege mir das noch zweimal, ob ich dich mitnehme das nächste Mal. Zaubertrank und da, ja. So, irgendwas müssen wir da jetzt wahrscheinlich aktivieren. Ich nehme nur kurz einen Schluck. El Pacino und Robert, die haben sich jetzt wieder ver... Tschüss. Für Kotler. Genau, so ist es. Und darauf geht's. Und wir hetzen da jetzt durch die ganzen Grabkammern. Also wir haben uns noch nicht einmal die Zeit genommen, da die Surroundings anzusehen, Leute. Ich finde ja die, ja, echt, die Dungeons so cool gemacht. Und ja, hab total übersehen, ne, dass wir da dort einfach so durchhetzen. Ein Balsamierungswerkzeug. Weil ich einfach im Hintergedanken immer habe, dass wir endlich einen Gefährten als Wegbegleiter bekommen. Obgleich, ja, es ja gar nicht so eilig ist, ja. Wie jetzt die 20 Minuten länger brauchen oder nicht, das wäre ja vollkommen egal. Da oben ist ja auch ein Schmonsens. Ein paar Drohnen könnten wir durchsuchen vorher. Ich nehme an, das wird jetzt dann der Showdown werden. Wo ich am mächtigsten Respekt vorhabe, ist die Traug.
die mag ich überhaupt nicht. Die sehen auch so grindig aus, irgendwie. Aber ansonsten, ja. So, bevor wir da einen Trigger auslösen, neu. Für Kotlak. 2 Minuten für Kotlak, ja. Und du. Kotlak, komm. Gegrüßt, Schildschwester. Hallo. Natürlich. Meine Herolde und ich wärmen uns hier auf. Wir versuchen, ihr Sinne zu entgehen. Aber hier ist schon... Hier ist niemand. Ihr könnt nur mich sehen, weil euer Herz nur mich als den Anführer der Gefährten kennt. Der alte Wegner könnte sicher noch ein halbes Dutzend meiner Vorgänger sehen. Und ich sehe sie alle. Alle in Sovngarde. Alle, die mit mir in Hirsines Reich gefangen sind. Und sie alle sehen euch. Ihr habt im Namen der Gefährten Ehre gemacht. Das werden wir so schnell nicht vergessen. Ja, Wilkas sagt, dass ihr immer noch geheilt werden könnt. Cool. Hat er das? Ich kann es nur hoffen. Habt ihr die Köpfe dieser Hexen noch? Ja, ja. Ausgezeichnet. Werft einen davon ins Feuer. Dadurch wird ihre Magie freigegeben. Zumindest für mich. Wirf den Hexenkopf ins Feuer. Ja, Kotlak, das machen wir doch gleich. Nämlich da rein. Für Kotlak. Nochmal 2 Minuten Sicherheit, Leute, und dann reingeschmissen. Aktivieren. Ich rieche Schwäche. Seid ihr ja Schwächling. Ja. Es konnte nicht anders enden. Bezwinge den Wolfsgeist. Also Leute, welchen Wolfsgeist abgeschlossen? Sprich mit Kotlak. Alter Freund, das war ja rasch erledigt. Komm her. Kotlak weiß meine. Okay. Habt ihr gesehen, wie die auf den eingestochen haben? Die arme Wolfsgeist-Szene, echt wahr. Seid gegrüßt, Schildschwester. Ja, hallo. Du hast auch schon Tremor im Kopf, oder was? Ich glaub's ja nicht. Wir haben dem Biest in euch ein Ende gesetzt. Und damit die Bestie in mir erschlagen. Genau. Ich danke euch für dieses Geschenk. Die anderen Herolde sind aber immer noch von Hirsine gefangen. Vielleicht können mir ja die alten Helden aus Sorgengarde bei ihrer Rettung helfen. Die ja? Höllenfahrt des Jakons. Es wäre eine triumphale Schlacht. Ja. Und vielleicht kämpft ihr in dieser Schlacht eines Tages an unserer Seite. Heute aber kehrt nach Jorvaska zurück. Feiert euren triumphalen Sieg. Und führt die Gefährten zu andauerndem Ruhm. Hi ho! Erfolg freigeschaltet, zu irgendeiner Truppe. Habe ich das richtig verstanden? Hat er gesagt, dass ihr die Gefährten anführen sollt? Yes. Ja, das hat er. Ihr habt euch das Recht verdient. Jeder weiß um eure Stärke und Ehre. Und es ist mir eine Ehre, euch als Erster als Herold ansprechen zu dürfen. Kommt, sagen wir es den anderen. Eila. Schatzi, ja, genau. So schnell wie du gehst. Okidoki, Leute. Wo gehst du hin? Darauf. Ich setze da gleich einmal wieder die Magie ein, weil ich finde, da will ich nicht mehr raus. Hilfe in rechte Hand, geh mal. Ihr seid jemand, der für Ergebnisse sorgt. Das gefällt mir. Sag mal, bin ich da schon wieder überlastet? Das kann ja nicht sein. Was ist denn da? Ja klar, 12, was habe ich denn da? Schmarrn. Ich schmeiß euch den ganzen Scheiß weg.
Silberschwert habe ich zu Hause. Fallen lassen, nochmal fallen lassen und Schwert, das Gehalt, ne, das brauchen wir und wir haben da. Den Scheiß brauchen wir auch nicht, haben wir auch. So. Das gibt's doch nicht, was haben wir da? Egal, wir gehen mal. Standard Procedure. Wo müssen wir da hin? Seht ihr da irgendwas? Schmarrn. Ich rede da mal mit dir, Schatzi, komm. Dieser Zauberer sieht gefährlich aus. Kommt mir bloß nicht zu nahe. Haha. Schmeckling. Und du willst ein Krieger sein. Kehrt ihr zurück nach Jawaska? Früher oder später. Aber das hier, das ist das Grab von Iskramor. Ich werde wohl erst ein wenig in mich gehen. Aha. Ich werde noch etwas hier verweilen. Geht schon mal vor. Wir sehen uns dort. Ach so. Ich habe kurz vergessen. Und genau das war der Wunsch des Alten. Ich freue mich, dass wir ihm den erfüllen konnten. Gottlag sagte, ich soll die Führung der Gefährten übernehmen. Ehrlich gesagt hätte ich nicht damit gerechnet. Aber das kann auch daran liegen, dass ich euch noch als Welpe kenne, der darum bettelte, beitreten zu dürfen. Der Alte hat euch vertraut. Also vertraue ich euch ebenfalls. Okay. Ja, ich brauche dich eh. Folg mir. Ja. Vergeuden wir keine Zeit. Okay, Leute, wir haben jetzt Aela als Begleiterin und sind jetzt, ja, irgendwas Besonderes bei den Gefährten. Echt cool drauf. Die muss ich noch ausrüsten. Ich glaube, ich werde Feental die ganze Rüstung abnehmen. Und wir sehen uns dann das nächste Mal bei Iovasco. Wir laufen da kurz einmal schnell, ja. Magie. Illusion, Hilsen, rechte Seite haben wir schon. Ich finde da nicht mehr raus, da drinnen gibt es nichts. Wir sehen uns in Jawaska wieder, ne? Aber da vorne gab es ja eine Heldenstatue, die hat einen eine coole Waffe. Die will ich mir zurückholen. Da gibt es noch Pfeile. Ist aber eigentlich ehrlich gesagt, ja, das Sammeln, das Eisenschwert und so weiter, ja, das brauchen wir nicht. Wir können Tränke selber brauen, ohne Ende. Wir können Rüstungen bauen, ohne Ende. Wir können eben die besten Sachen machen, ohne Ende. Wir brauchen da eigentlich nichts mehr. Aufpassen. Was willst du, Bilkas? Hä? Ich jetzt Chef sein hier? Okay. Okay. Da, ich will nur zurück in die Anfangshalle da und schauen, ob ich dieses Schwert krieg. Und dann raus hier. Nichts wie raus hier. Ich mag es eigentlich nicht da so ganz unter der Erde. Da sind wir rein, ja. Genau. Da ist ja noch was. Darauf. Komm. Und dann müsste das. Ja. Da gibt es ja noch was. Nämlich, ja. Wo ist denn das blöde Schwert? Super, du trägst so viel, ja.
Ich schmeiß jetzt wieder was weg. Iskamo Schwert, das irgendwie war ja da. Wo da. Bubu, 700, 200, den schmeißen wir weg. Ja. Da gibt's nichts mehr. Okay, ich habe gedacht, das ist da so ein tolles Geschichte. Da ist ein Schwert. Ah, das ist der blöde Zweihänder. Okay, Leute, das war's für diesmal. Wir haben eine neue Begleiterin. Wir haben alles geschafft und wir sind jetzt mittlerweile der Chef der Gefährten. Noch immer Werwolf, brauchen das Zeug aber nie und sehen uns dann wieder bei den nächsten Bests und dann geht's auf zu den Zauberern, Leute. Hoffe, die Rüstung gefällt euch. Mir gefällt die so ausgesprochen gut. Die kommt so cool rüber. Ist nicht die beste im Spiel, aber sie sieht dermaßen extrem cool aus. Ja, wenn ihr am Laufen bleiben wollt und ihr Spaß habt, macht ein Abo. Wenn nicht, dann sagt es ihm nicht weiter. Euer Toso. Ciao. Baba.